Es ist wirklich passiert. Mein Kanal hat 1000 Abonnenten. Ein Grund zu feiern. Es ist wirklich unfassbar. 1000 Menschen haben meinen Kanal abonniert und sehen sich regelmäßig meine Videos an. Die meisten Klicks kommen zwar von Zuschauern ohne Abo, aber das ist wohl bei den meisten Kanälen so. 1000 Menschen. Das sind 20 volle Stadtbusse mit Menschen. Eine unglaubliche Zahl. Das erste Video auf diesem Kanal habe ich am 22. März 2019 hochgeladen. Inzwischen einige Male am Design und anderen Dingen gefeilt und viel über Videoproduktion gelernt. Das war am Anfang gar nicht so geplant. Auch wenn Laien das nicht so sehen und es oft auch nicht so aussieht, steckt auch in einem Video von 5 Minuten meist sehr viel Arbeit, meist Arbeit mehrerer Stunden. Ist es das wert? Für mich schon, da es mir wirklich Spaß macht, etwas zu vermitteln und ein Video zu produzieren. Und nun hat mein Kanal sogar ganze 1000 Abonnenten, was ich wirklich unglaublich finde. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, was ich zu diesem Jubiläum und Meilenstein machen könnte. Viele Ideen aufgeschrieben, die meisten davon verworfen und ich habe mich dazu entschieden, euch zu zeigen, wie so ein Video auf meinem Kanal entsteht. Ich hoffe, das interessiert euch und gefällt euch auch und nochmals. Vielen, vielen Dank für 1000 Abos. Zuerst brauche ich natürlich eine Idee für ein Video. Das ist oft erstmal eine sehr große Hürde, denn in der kleinen Nische der Aquaristik gibt es nicht unendlich Themen, wie in anderen Bereichen. Da kommt mir entweder irgendwann eine Idee, ein Geistesblitz oder ein Thema ergibt sich aus dem Lesen von Internetforen. Damit ich dann nicht einfach irgendwelchen Unsinn vor mich hinquassel, steht danach Recherche über das ausgewählte Thema an. Dazu greife ich natürlich auch auf Erfahrung zurück, aber lese auch zig Beiträge auf diversen seriösen Seiten oder Büchern oder schaue mir YouTube-Videos an. Als nächstes geht es daran, Videomaterial zu sammeln. Die selbst aufgenommenen Videos meines Kanals werden dabei zu 98% mit einem Smartphone aufgenommen. Ja, dann sammle ich also Videomaterial. Das kann sehr viel mehr Material sein, als am Ende zu sehen ist, denn das Material ist natürlich nicht komplett passend oder interessant. Dazu gehört auch das Sammeln von lizenzfreien Bildern und Videos anderer Quellen. Das ist nicht so ganz einfach, immer da passendes Material zu finden. Auch passende Musik muss gefunden werden. Eine Zeit lang habe ich für Musik, die man auf YouTube verwenden darf, bezahlt. Das mache ich mittlerweile nicht mehr und nutze nur noch lizenzfreie Musik, die man auf YouTube verwenden darf. Es ist nicht so einfach, da passende Musik zu finden, die auch lizenzfrei ist. Am Anfang habe ich improvisiert, aber mittlerweile kommt dann als nächstes noch das Schreiben einer Art von Drehbuch ins Spiel. Dort schreibe ich zum Großteil natürlich den Text, aber auch welche Bilder und Videos ich verwenden will. Das nimmt oft sehr viel Zeit in Anspruch. In den Anfängen habe ich die Sprache dann auch separat mit dem Smartphone aufgenommen. Das hat mir aber dann qualitativ nicht mehr gereicht und ich habe etwas Geld investiert und ein Mikrofon und ein Interface gekauft. Damit geht es dann ans Einsprechen des Textes und ans Bearbeiten und Schneiden des Textes. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mich dabei verspreche und mich wiederholen muss. Ganz wichtig bei YouTube ist auch das Thumbnail, also das kleine Bildchen, das Leute dazu bewegen soll, ein Video anzusehen. Die Gestaltung dessen ist auch eine Wissenschaft für sich. Dazu benutze ich Photoshop. Das kostet zwar monatlich Geld, aber das habe ich sowieso schon für mein zweites Hobby, die Fotografie. Dann kommt der wichtigste Schritt. Das Material muss zusammengefügt, geschnitten, vertont und betextet werden. Da wird aus den ganzen Schnipseln und Bausteinen ein Video. Das sehe ich mir dann am Ende nochmal komplett an, um zu sehen, ob alles passt. Auch das passiert bis heute komplett am Smartphone. Am PC habe ich das auch schon versucht, aber das Programm für das Smartphone ist einfach sehr gut und komfortabel. Im Anschluss daran kommt dann YouTube ins Spiel. Das Video wird erstmal hochgeladen, dann erscheint die Infomaske für das Video. Da lege ich den Titel, den Infotext und Text fest. Text sind Schlagwörter, nach denen das Video später gefunden werden kann. Man legt das Vorschaubild fest und vielleicht noch Infokarten und Abspann. Ist das alles erledigt, setzt man den Status des Videos auf Öffentlich und nach dem Klick auf Speichern ist das Video dann für euch und die ganze Welt sichtbar. Ein neues Video ist also online, das darauf wartet, angeklickt und angesehen zu werden. Ja, ich hoffe, das Video war für euch interessant und hat euch gefallen. Nochmals vielen, vielen Dank für unfassbare 1000 Abonnenten.
Damit verabschiede ich mich für heute und sage bis zum nächsten Mal.